Und im Ort der ewigen Dunkelheit setzen wir unsere Reise fort in Let's Play Tales of Phantasia. Ja, wir haben ja einen kleinen Zwischenstopp jetzt im Inn gemacht. Wo ich mich erstmal ein wenig am Feuer aufgewärmt habe. Oder im Gasthof, wie auch immer. Und jetzt spreche ich einfach mal ein bisschen die Leute an hier. Wir kommen aus Alvanista. Wir wurden hierher geschickt, um den Grund für diese Dunkelheit herauszufinden. Okay. Anscheinend habt ihr noch nichts rausgefunden. Vor einigen Jahren legte sich die Dunkelheit plötzlich auf das Land. Zusammen mit ihr tauchte Daos auf. Daher gehen wir davon aus, dass sie sein Werk ist. Also, was heißt, dass dieser Ort nicht schon immer in Dunkelheit gehüllt war? Dieser Ort entstand ursprünglich, um Minenarbeitern einen Ort zum Ausruhen zu geben. Hier waren in der Regel immer mehrere hundert Leute. Der Ort wurde schwer getroffen, als die Dunkelheit angriff. Das Loch im Nordwesten von hier war früher mal eine Mine. Aber als Daos erschien, stürzten die Berge ein. Die Mine war verloren. Das klingt alles nicht so gut. Möchtet ihr auch etwas Kaffee? Der wird euch aufwärmen. Nein, danke. Ich möchte keinen Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Ich kann schon diesen Geruch von Kaffee nicht ab. Wah, eklig. Oh, bist du nicht Chris? Woher kennst du meinen Namen? Ich habe Nachrichten aus dem Königreich Alvanista. Okay. Ihr sucht Daos Basis, nicht wahr? Ja. Hast du einen Tipp für uns? Eigentlich nicht. Was heißt eigentlich nicht? Wir vom Forschungsteam glauben, dass in dieser dunklen Region etwas Verdächtiges vor sich geht, aber wir haben noch nichts Konkretes in der Hand. Oh. Tut mir leid. Ach ja, das habe ich bei einem Monster, das ich besiegt habe, gefunden. Vielleicht ist es ja für etwas nützlich. Bitte nehmt es ruhig. Vielen Dank. Daraus Emblem erhalten. Wir werden sicher etwas damit anfangen können. Ist mir kalt. Ich denke, ich werde der heißen Quelle einen Besuch abstatten. Im Ninja-Dorf gibt es eine wunderbare heiße Quelle. Das hört man... Was? Da hört man gleich auf, mit den Zähnen zu klappern. Da solltet ihr mal hingehen. Wo das Ninja-Dorf ist? Tief im Wald von Trienz, so hat man mir das wenigstens gesagt. Ach ja, das Ninja-Dorf. Hey! Bist du ein Schwertkämpfer? Möchtest du dieses Buch der geheimen Technik kaufen? Ein Buch der geheimen Technik? Ich bin eigentlich auf einer Trainingsreise, aber ich habe keine Lust mehr. Ich gehe zurück nach Hause. Ja, tu das. Also, was sagst du? Für 50.000 Gold gehört es dir. Nö. Keine Lust. Bah! Solange ich es nicht verkauft habe, komme ich nicht nach Hause. Ach, du willst damit deine Reise nach Hause finanzieren? Verstehe schon. Ich bin ein Botschafter der Welt des guten Geschmacks. Ach was. Ich habe deine Brüder auch schon getroffen, weißt du? Ich möchte all jenen meine Welt näher bringen, die daran Interesse haben. Möchtet ihr gerne etwas von meiner Welt kosten? Ja, warum nicht? Hier ist eins meiner Geheimrezepte. Ihr könnt nun Hacksteak zubereiten. Naja, wird ja nicht so schwer sein, denke ich. Willkommen in der Schlafmütze. Das ist ein interessanter Name für einen Gasthof. Wir bieten auch beste Lebensmittel an. Nee, danke. Ich brauche erstmal keine Lebensmittel. Kommt bald wieder. Ja, vielleicht. Aber jetzt sollten wir es erstmal weiter noch in dieser Stadt umsehen. Oh, und dann hoppelt ein kleines Häschen lang. Ist es nicht putzig? Ich friere noch ein. Klar, bei meinem Glück muss ich ausgerechnet jetzt Wache schieben. Draußen sind es unter minus 20 Grad. Ein Käfer, den sie Sternenstaub nennen, scheint hierher zu fliegen. Ein Käfer im Winter. Ist das verrückt? Was ist denn nicht verrückt? Da draußen gibt es Unmengen von Monstern. Tja. Ein Wurf von... Was? 3 AM. Warum?
Der Typ sagte, er habe einen dunklen Geist auf diesem Kontinent gesehen. Oh, ob er wohl die Wahrheit gesagt hat? Das kann ich dir nicht sagen, du. Hey, Jungchen! Kannst du mir ein paar Fragen beantworten? Ja, vielleicht. Was ist für dich das Wichtigste an einer Rüstung? Geringer Preis, Qualität, Aussehen, Warmhalten. Naja, Qualität würde ich mal sagen, ne? Was würdest du machen, wenn du mit dem unzufrieden bist, was du gemacht hast? Verkaufen, billig verkaufen, zerstören, mehr anstrengen. Verkaufen? Wozu dient eine Waffe in erster Linie? Gegner besiegen, Selbstschutz, Fähigkeit testen, nicht einsetzen. Selbstschutz. Verstehe. Was hat dir das jetzt gebracht? Haben wir denn irgendwas hier, was wir den anderen mal geben können? Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Nehmen wir mal den Bogen für Chester, auch wenn ich Chester gar nicht im Team habe. Einmal was für Mint kaufen. Ja. Ach, so viel Kram hier. Erstmal das kaufen, so. Das können wir ja immer noch ausrüsten, so. Ausrüsten. Chester kriegt erstmal... Boah, der macht den gleich um so viel besser. Ich habe noch ein besseres Gewand für Chester, auch gut. Ich weiß gar nicht, warum ich Chester mit was ausrüste, obwohl der gar nicht in meinem Team ist. Aber egal. Vielleicht habe ich ihn doch noch mal irgendwann im Team. Zwischenzeitig. Wer weiß. Ja, dann... Was machst du? Ups. Oh, jetzt habe ich das entfernt. Ich wollte das doch gar nicht entfernen. Du sollst ausrüsten, mein Lieber. Ewiges Schwert. So. Mal ein bisschen. Nein. Sonst habe ich nichts weiter. Gucken wir mal, ob wir Emma noch was geben können. Ja, das sieht doch gut aus. Naja, gut. Dann lasse ich das erstmal so. Oder kaufe ich doch noch was? Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, kaufe ich doch noch was. Ja. Hatte ich den Mint eigentlich gegeben? Nein, ich hatte hier, glaube ich, nicht die Waffe gegeben. So. Oh, es war ein bisschen einkaufen, tralala, ein bisschen Geld ausgeben. So. Kaufe ich noch eins für Klar. Und dann kaufe ich das noch für Ember und dann ist gut. Dann habe ich genug Geld ausgegeben. Meine Güte. Na egal. Das passt schon. Das macht die Verteidigung besser, also von daher.
Das hatte ich ja schon. Egal, ich hätte auch wieder was verkaufen können, aber das mache ich beim nächsten Mal. So. Jetzt bin ich wieder aus der Stadt raus. Ich wollte doch gar nicht raus. Da-da-da-da-da-da. Ach Mensch, hier geht's ja überall wieder raus. Wow. Jetzt komme ich hier nicht wieder weg. Hä, bin ich jetzt doof? Da kann ich Items kaufen. Hier soll es irgendwo ein Inn geben. Da! Ich kann sagen, kann auch gar nicht sein, dass es hier kein Inn gibt, wenn er mir ein Inn anzeigt. So, hier ist das Inn. Stunde der Geister. So, dann wollen wir uns noch mal ein bisschen schlafen legen. Ja, ich möchte gerne hier übernachten, um meine Truppe wieder aufzufrischen. Was? Oh, muss das Zimmer freigemacht werden. Okay. So kalt. Wo ist das Heizgerät? Stimmt etwas nicht, Mint? Chris. Ich muss mit dir über etwas reden. Ich warte hinter dem Gasthof auf dich. Bitte komm, wenn du mit dem Auspacken fertig bist. Er ist ganz verlegen. Wie? Was ist mit Mint los? Sie geht etwas spazieren. Wieso geht sie in dieser Schweinekälte spazieren? Kalt. Stell dich nicht so an, Klav. Meine Güte. Und Mint wartet ganz allein draußen in der Kälte. Und sie sieht etwas niedergeschlagen aus. Was ist los, Chris? Wie? Nichts. Ich denke, ich gehe ein bisschen spazieren. Ich auch. Ah, ich meine, nein, ich möchte etwas allein sein. Ach so. Was hat der denn für ein Problem? Selbst Chris geht in dieser schrecklichen Kälte nach draußen. Muss schön sein, so jung zu sein. Ja, irgendwie. Hör auf zu reden, als seist du ein Tatterkreis. Du bist nicht mal 30. Tja. Klav kommt sich wohl im Vergleich zu den anderen alt vor. Wir haben noch etwas Zeit. Und mit dieser Zeit... Was hast du vor? Och, nur einen winzigen Streich. Origin. Was hat er jetzt vor? Er beschwört Origin. Origin. Du bist in der Lage, Dinge der Vergangenheit und Zukunft zu zeigen? Ja, indem ich das Schwert der Zeit einsetze. In die Zukunft zu blicken ist verboten. Aber ich kann euch einen kleinen Teil der Vergangenheit zeigen. Durch Hypnose? Egal wie sehr du mich auch bittest, ich werde das für dich nur ein einziges Mal tun. Als besonderen Gefallen. Nur einmal. Ha!
Tut mir leid. Könntest du den Raum für einen Moment verlassen? Warum? Geh einfach! Was ist heute nur mit denen los? Tja, alle benehmen sich ein bisschen seltsam. Was möchtest du sehen? Ja? Was? Gut. Ich habe dich gehört, aber sprich ab jetzt bitte nicht so laut. Als würdest du mich beschwören. Und nun... Was hat klar vor? Wow, alles wird schwarz. Ein Dorf wird angezoomt. Also gut, der Unterricht ist für heute beendet. Wir haben heute das Basiswissen abgeschlossen. Vielen Dank. Was kommt Professor Clark? Achso, wann kommt Professor Clark zurück? Er hat damals eine Lektion erteilt, nicht wahr? Der Ortsvorsteher ist so froh. Er kann es kaum erwarten, eine große Feier für den ganzen Ort zu veranstalten. Wer weiß, wann er zurückkommt. Clark ist stur wie ein Golem und schwerer umzubringen als ein Zombie. Ich bin sicher, dass es ihm gut geht. Achso. Naja gut, ich hab's jetzt anders vorgelesen, aber es war im Prinzip das gleiche. Haha! Da habt ihr wohl recht. Bis morgen dann. Bis morgen. Ach ja. Ich frage mich, wo er sich herumtreibt. Ich hoffe, er macht sich irgendwo nützlich. Ja, das tut er. Ich werde wohl geduldig erwarten müssen. Und das war jetzt unbedingt nötig? Gut, wenn Clark das unbedingt sehen wollte, musste, wie auch immer. Was schaust du denn da an, Chester? Du willst die beiden ausspionieren, habe ich recht? Manchmal wundere ich mich echt über dich. Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Was soll das denn heißen? Du und ich haben wirklich völlig gegensätzliche Persönlichkeiten. Sollte es nicht auch genauso sein? Warum trittst du eigentlich immer gleich um dich? Ich trete um mich? Du sitzt mir doch im Nacken, seit ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Seit du mich zum ersten Mal gesehen hast? Hör bloß auf, da etwas hineinzulesen. Lass uns nach draußen gehen. Ich fühle mich hier ganz wohl. Tust du nicht? Komm schon! Schleif den erstmal mit! Tut mir leid, wartest du schon lange? Nein, eigentlich nicht. Ich konnte mich einfach nicht davonschleichen. Macht es dir etwas aus, wenn ich mich ein bisschen zu dir stelle? Nein! Stille. Du wolltest über etwas sprechen. Worum geht es denn? Sieh dir das mal an. Was ist das? Das ist ein Ohrring? Halt ihn gegen die Wand. Ich weiß, dass du es schaffst zu flüchten. Hey, warte! Wer bist du? Halte den Ohrring gegen die Wand. Gott, das ist so lange her. Diese Stelle.
Dieser Ohrring mit dem eingravierten Einhorn ist selten, habe ich recht? Es gibt auf der Welt nur zwei davon. Sie sind das Kennzeichen eines Heilers und meine Mutter trug einen davon. Meine Mutter. Es tut mir leid. Entschuldige dich nicht. Wenn du damals nicht gelogen hättest, wäre ich zutiefst verzweifelt gewesen und dadurch wäre alles nur schlimmer geworden. Mint. Ich möchte wirklich Danke sagen. Mint. Hey, jetzt lass uns zurückgehen. Es schneit schon wieder. Warte noch ein bisschen. Jetzt schleift er sie rein. Kleine Spionin, ey. Clav erhält einen neuen Titel. Woho. Ja, immer wieder nice, diese kleinen Zwischensequenzen, nenne ich sie jetzt mal. Herr Chris! Ist hier ein Herr Chris? Wow, mein Freund, was willst du denn? Wer bist du? Ich gehöre zur Nachrichtenabteilung des Forschungsteams. Uns wurde von einem riesigen Schloss in den Ruinen der Minen berichtet. Ein riesiges Schloss? Ja! Die Ruinen der Mine führen zu einem Hang. Von dort aus kann man offenbar ein großes Schloss sehen. Klingt verdächtig. Sehen wir uns das mal an. Die Ruinen der Minen liegen nordwestlich von hier. Viel Glück! Boah, das dürfte zu finden sein. Ohrring-Kennzeichen des Heilers erhalten. Dieser Ohrring kann ausgerüstet werden. Na, dann werden wir das doch mal gleich tun. Ich schätze mal, den dürfen wir Minch geben. So. War das überhaupt das Richtige? Nein, das war es nicht. Hier. Das sieht wirklich aus wie ein Einhorn. So. So, wenn wir das mal das ausrüsten. So. Okay, dann geht's also ab zu den Ruinen. Gucken wir uns doch mal das Schloss an. Raus, hier raus, raus, raus. Wir haben ja jetzt auch genug Dialoge hinter uns. Ich habe gerade meine Karte verschwinden lassen. Speichern auf jeden Fall, ganz wichtig. Wo ist meine Karte? Da ist meine Karte. So, nordwestlich von hier. Also eher so in die Richtung, würde ich mal vermuten. Ah, hier ist nichts. Das ist schon mal gut. Da! Vielleicht doch eher so hier in die Richtung. Also hier ist auch nichts. Ah, okay. Da ist ein... Oh mein Gott, Schatten. Schatten. Hallo Maxwell. Wie geht es dir, Maxwell? Alles klar, Maxwell? Ah, ist das schön, Ember wieder im Team zu haben. Babam, babam. Und Origin tritt in Aktion. Bam, fetten Laser. Zwar nicht alle Schatten weggebasht, aber wenigstens einen. Oh, und ich mag mein neues Schwert. Okay, es ist ja auch ein sehr überpowertes Schwert. Sage ich jetzt einfach mal. Frei heraus. So, hier müssen wir richtig sein, denke ich mal, oder? Weiß ich nicht. Das Forschungsteam hat mir von euch erzählt. Ihr dürft weitergehen. Ja, wir müssen ja auch weitergehen. Und schauen, was uns hier erwartet. An diesem
dieser Ort. Huch. Dies könnte der Ort sein. Aber ich sehe nirgendwo ein... Achso, nirgendwo ein Schloss. Ja. Aber Lundkrumm sagte auch, das Schloss müsse in der Zeit selbst versteckt sein. Daher können wir es in dieser Welt nicht sehen. Ich wette, man sieht es nur, wenn Monster kommen und gehen. Dann... Was wäre, wenn wir das Schwert der Zeit verwenden? Das ist eine gute Idee. Das Schwert kann die Zeit beeinflussen. Es müsste das Schloss sichtbar machen können. Versuchen wir es. Schauen wir mal, ob das klappt. O ewiges Schwert! Bitte erhebe das Schloss von da aus dem Versteck der Zeit! Blitze! Und wow, da erscheint also tatsächlich etwas mitten aus dem Nichts. Ui, es ist tatsächlich ein Schloss. Es funktioniert! Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut klappt. Da kannst du mal sehen, es klappt auch mal was. Wie kommen wir jetzt dorthin? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Der Wind ist zu stark, um mit dem Ornithech zu fliegen, oder? Hm? Das Schwert der Zeit gibt ein weißes Licht ab. Oh, was passiert hier? Teleportiert uns das weiße Licht etwa zu dem Schloss hier rüber? Sieht ganz so aus. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt passiert? Findet das, macht die Zeit zu manipulieren im Schwert der Zeit ein Echo? Sind wir deswegen hier gelandet? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind nun hier, beim Schloss. Zurückgehen? Nein, ich möchte nicht zurückgehen. Ich bin so weit gekommen, aber ich werde, ja, ich würde sagen, ich mache dann hier an dieser Stelle ein Päuschen und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, wenn es dann heißt, das Schloss näher zu erkunden. Irgendwo hier muss sich Daos befinden und ja. Das war's dann soweit von mir. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst doch ein Kommi, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also Leute, bis dann. Bye, bye.